herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euch ganz einfach ein Gipsnest bauen könnt. Dieses Gipsnest könnt ihr auch für größere Ameisenarten benutzen. Dazu braucht ihr erst einmal so eine große Plastikbox, Knete und den Anfang eures Verbindungsschlauches. Außerdem braucht ihr ein Stück Plastikfolie, die ihr zum Beispiel aus so einem Deckblatt eines Schnellhefters entnehmen könnt. Diese legt ihr dann auf die umgedrehte Box und zeichnet mit einem Lineal und einem Stift den Grundriss nach. Dann müsst ihr es nur noch ausschneiden und das Ausgeschnittene in die Box legen. So, dann müsst ihr euch überlegen, wo ihr euren Schlauchanschluss haben wollt. In meinem Fall jetzt auf der Längsseite und dann kann es auch schon losgehen. Fertig ist das Gipsnest. Leider habe ich nicht genügend Gips da, um so eine große Form ausfüllen zu können. Deshalb habe ich jetzt nochmal in eine kleinere Form ummodelliert, um es euch zeigen zu können. Viel Spaß! It was at this moment that he knew. He fucked up. So, leider war die Kamera zu diesem Zeitpunkt leer. Ich mache aber im Laufe der Woche auf jeden Fall nochmal ein Video, in dem ich euch zeige,
wie sich das Gipsnest weiterentwickelt und wie ihr denn die Knete aus dem Gips rausbekommt und wie es eben weitergeht. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert mich. Bis nächste Woche. Tschüss.